In diesem Video wird viel vorgelesen werden, auch noch aus noch zu erklärenden Gründen. For the international viewers, if I can make it work, then there will be subtitles, English subtitles, available. Das meiste aus diesem Bericht stammt von dem Abschlussbericht vom 2. März 2021 von der Bundesstelle für Fluguntersuchung und aus dem Aviation Safety Network. Da alles komplett auf Englisch war, habe ich aus purer Faulheit auf Google Translate zurückgegriffen. Es kann also hier und da ein bisschen schwer verständlich werden. Außerdem sei darauf hingewiesen, der Skin des Flugzeuges, den habe ich mal eben zusammengemalt. Das heißt, die Farbgebung stimmt nicht so ganz. Ich glaube, darüber kann man hinwegsehen. Außerdem ist nur ein Pilot im Cockpit. Das heißt also, wenn ich von zwei Piloten rede, ja, ich konnte nur einen darstellen. Und los geht's. 9. August 2018. Die Beechcraft G58 Baron verlässt den Flughafen Lelystad in den Niederlanden um 11.04 Uhr für einen Checkride, vermutlich mit Musterberechtigung, zum Flughafen Münster-Osnabrück in Deutschland. An Bord befinden sich zwei Personen. Zum einen der 64-jährige niederländische Eigner des nagelneuen Flugzeugs als Pilot. Er hat eine Gesamtflugerfahrung von ungefähr 1840 Stunden, von denen ungefähr 950 Stunden mit der Falcon 7X geflogen wurden. Während seiner allerdings nicht abgeschlossenen MEP-Ausbildung, das heißt Multi-Engine Piston, also mehrmotoriges Kolbenflugzeug, Kolbenmotorflugzeug, hat er an 5 Tagen 8,5 Stunden und 21 Start-Landezyklen mit seinem eigenen Flugzeug hinter sich gebracht. Der Co-Pilot als Ausbilder hat laut seinem fliegerischen Lebenslauf bis 2017 eine Gesamtflugerfahrung von mehr als 4.900 Stunden auf verschiedenen Typen. Unter Berücksichtigung seiner Befähigkeitsüberprüfungen nach 2017 hat er eine Flugerfahrung von ungefähr 113 Stunden auf MEP-Flugzeugen, also Multi-Engine Piston. Es gibt allerdings keine Hinweise in den Dokumenten, dass er Flugerfahrung auf der Beechcraft Baron B58 hat. Laut seiner Frau war der Pilot mit Beechcraft Baron B55 und E55 im Rahmen seiner eigenen MEP-Ausbildung in den frühen 1980er Jahren geflogen. Für den aktuellen Flug hat er sich zuvor mit dem Flughandbuch und der Checkliste der G58 vertraut gemacht. Das Flugzeug hatte nach der Verlegung aus den USA nach Großbritannien eine Betriebszeit von 33 Stunden auf der Uhr. Heute, am Unfalltag, beträgt die Gesamtbetriebszeit 41 Stunden und 40 Minuten. Die Maschine ist nicht mit einem Flight Data Recorder oder einem Cockpit Voice Recorder ausgestattet, weil das nicht vorgeschrieben ist. Um 11.04 Uhr startet der Pilot vom Flughafen Lelystad in den Niederlanden zu einem Flug zum Flughafen Münster-Osnabrück in Deutschland. An diesem Tag sind mehrere Anflüge auf die dortige Landebahn geplant, um die MEP-Ausbildung fortzusetzen. Die geplante Flugroute verläuft auf 7000 Fuß Höhe, absinkend bis auf 4000 Fuß kurz vor dem Landeanflug. Bei der Darstellung sind Fehler möglich, mir ist die Flugroute etwas zu zackig. Ich vermute, dass die Angaben im Flugbericht etwas unpräzise sind. Zur Information, die Wetterbedingungen in Münster zum damaligen Zeitpunkt. Der Wind kommt mit 7 Knoten aus 60 bis 70 Grad, also praktisch von vorne. Die Sicht beträgt mehr als 10 Kilometer. Es gibt 1 bis 2 Oktas bei 3000 Fuß Höhe above ground level. Was Oktas sind, konnte ich nicht so wirklich rauskriegen, aber es scheint damit zusammenhängen, dass der Himmelskreis in 8 Achtel aufgeteilt wird
Und praktisch von dem Punkt, wo man steht und guckt nach oben, wenn 1 bis 2 Oktas, würde also heißen, dass ungefähr 1/4 des Himmels bedeckt war. Ein zweites Wolkenlayer mit 5 bis 7 Oktas war auf 7000 Fuß. Wenn jemand es besser weiß als ich, was Oktas sind und es beschreiben kann, bitte schreibt es in die Kommentare. Es interessiert mich brennend. Die Temperatur war jedenfalls 24 Grad, der Taupunkt bei 15 Grad. Der Luftdruck 1012 Hektopascal. Um 11.39 Uhr stellt der Pilot erstmals Funkkontakt mit dem Tower in Münster her. Er berichtet, dass sich das Flugzeug auf dem Gleitpfad der Instrumentenlandung befindet, also ILS, für Landebahn 07. Auf Anfrage des Lotsen bestätigt der Pilot einen niedrigen Überflug über die Piste 07. Um 11.46 Uhr und 14 Sekunden wird der Pilot angewiesen, nach rechts abzubiegen auf 230 Grad nach dem Überflug. Das ist ungefähr Gegenkurs zur Landebahn. Anschließend erhält der Pilot Kursänderungen auf 330 Grad und dann auf 40 Grad und dann die Freigabe für den RNAV-Anflug auf die Piste 07, also der zweite Anflug. Um 11.57 Uhr und eine Sekunde meldet der Pilot auf der Towerfrequenz seine Absicht, auf Startbahn 07 zu landen. Der Tower erteilt Landefreigabe. Es gibt keinen Flight Data Recorder oder Cockpit Voice Recorder an Bord. Aber die spätere Analyse der Daten, die vom Garmin 1000 während des Unfallfluges aufgezeichnet werden, zeigt, dass beim zweiten Anflug ein Versagen des linken Triebwerks simuliert wird. Um 11.58 Uhr und 7 Sekunden wird die Leistung des linken Triebwerks auf Leerlauf reduziert. 4 Sekunden später wird der Autopilot deaktiviert, weitere 18 Sekunden später die Leistung des rechten Motors leicht erhöht. Abbildung 2 zeigt, dass die Reduktion der linken Triebwerksleistung zu einer Abweichung von der verlängerten Pistenmittellinie führt. Etwa 90 Sekunden später befindet sich das Flugzeug wieder auf der verlängerten Startbahnmittellinie. Es setzt den Anflug des Piloten auf die Piste 07 mit 110 Knoten fort. Um 12.01 Uhr und 35 Sekunden beträgt die Drehzahl des linken Triebwerks 1300 Umdrehungen pro Minute. Zu dieser Zeit wird die Drehzahl des rechten Motors reduziert. 3 Sekunden später ist die Drehzahl des linken Motors 1180 Umdrehungen pro Minute und rechts 1800 Umdrehungen pro Minute. Die Geschwindigkeit beträgt etwa 77 Knoten. Um 12.01 Uhr und 39 Sekunden wird die Leistung des rechten Motors wieder erhöht und die Drehzahl auf 2600 Umdrehungen pro Minute. In 3 bis 5 Metern Höhe und auf etwa einem Drittel der Pistenlänge tritt eine Rollbewegung entlang der Längsachse nach links ein und es fällt wie ein Stein. Das Flugzeug schlägt auf dem Boden kopfüber mit der Rumpfnase und beiden Triebwerken fast gleichzeitig neben der Landebahn auf. Um 12.01 Uhr und 42 Sekunden endet die Aufzeichnung des Garmin 1000. Die Insassen werden tödlich verletzt und das Flugzeug durch den Aufprall zerstört. Und nun, was nachher alles geschah. Der Flugweg wurde von der Flugsicherung erfasst und zur Begutachtung an die BFU übergeben. Der Unfall wurde von einer Vorfeldkamera des Flughafens aufgezeichnet. Das Tablet des Piloten auf dem linken Sitz war mit dem Garmin verbunden und zeichnete eine Vielzahl von Daten auf. Insgesamt konnten 82 Datensätze zwischen Start und Unfall ausgelesen werden. Darunter waren Flugwegdaten, Triebwerksparameter und Avionikeinstellungen. Die aufgezeichnete Flugbahn war bis zum Unfall ereignislos. Sie erfüllt die Anforderungen des praktischen Tests für die MEP-Berechtigung oder einem MEP-Schulungsflug. Nach der Abweichung von der verlängerten Mittellinie und der anschließenden Korrektur während des zweiten Anfluges auf Piste 07 wurde der konfigurierte einmotorige Flug stabilisiert.
Es gab keine weiteren Abweichungen von der Flugbahn, bis wieder volle Leistung auf dem rechten Motor gegeben wurde. Das Flugzeug war für einen simulierten einmotorigen Anflug mit vollständig ausgefahrenen Landeklappen für die Landung konfiguriert. Und hier Ausschnitte aus dem MEP-Fähigkeitstestsprotokoll. Die praktische Prüfung für die Klassen- oder Musterberechtigung oder die Befähigkeitsüberprüfung für Flugzeuge mit einem Piloten, außer für komplexe Hochleistungsflugzeuge gemäß Teil FCL Abschnitt 6, unter anderem festgelegt. 6.2. Asymmetrischer Anflug und Durchstart. Das heißt nichts anderes als nicht alle Motoren laufen. Und 6.3. Asymmetrischer Anflug und Landung bis zum Stillstand. Der Flugprüfer hatte eine sehr hohe Gesamtflugerfahrung. Seine Erfahrung in Bezug auf mehrmotorige Kolbenflugzeuge war jedoch relativ gering. In den letzten Jahren beschränkten sich seine Flüge darauf, seine MEP-Klassenberechtigung aufrechtzuerhalten. Es gab keine Hinweise auf durchgeführtes Differenztraining. Ein Flugzeug, anderes Flugzeug, da muss man beides geflogen haben, um auch wirklich beides fliegen zu können. Es gibt keine Hinweise auf durchgeführtes Differenztraining, um seine Privilegien auf eine andere Flugvariante oder Flugzeugvariante innerhalb seiner MEP-Klassenberechtigung auszudehnen. Im vorliegenden Fall waren Differenzschulungen obligatorisch. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er keine spezifischen Kenntnisse über das Flugzeug hatte, wie Go-Around mit nur einem funktionierenden Motor mit voll ausgefahrenen Landeklappen und deren möglichen Folgen. Als verantwortlicher Pilot hat der Prüfer zugelassen, dass im Endanflug die Geschwindigkeit unter die International One Engine Inoperative Speed von 88 Knoten und vor dem Aufsetzen unterhalb der Single Engine Minimum Control Speed von 84 Knoten fiel. Ergebnis war, dass das Flugzeug aerodynamisch nur eingeschränkt oder gar nicht kontrollierbar war. Der eingeleitete Durchstart mit nur einem Triebwerk führte zu einer starken Rollbewegung um die Längsachse bis zur Umkehrstellung über Kopf und dem Aufprall auf dem Boden. Hier ein Ausschnitt aus dem Betriebshandbuch. Die Airspeed Limitations. Single Engine Minimum Control Speed 84 Knoten. International One Engine Inoperative Speed 88 Knoten. Sektion 3a. Ungewöhnliche Prozeduren. Landenotfälle. One Engine Inoperative Landing Speed. Im Endanflug und wenn sicher ist, dass das Flugfeld erreicht werden kann, Airspeed 107 Knoten. Wenn es nicht sicher ist, dass es die Möglichkeit des Go-Around gibt, 95 Knoten. Die BFU ist der Auffassung, dass Pilot und Flugzeugprüfer nichts von dem wichtigen Hinweis im Flughandbuch gewusst haben. So, das hänge ich jetzt gesondert hinten dran, weil es sozusagen der erste Versuch ist. Ich gucke rasend gern diese Berichte über Flugunfälle. Das halte ich für sehr unterhaltsam. Es gibt eine ganze Menge Kanäle, die es machen. Die es natürlich auch besser machen als ich. Aber sie machen es praktisch alles auf Englisch. Und deswegen dachte ich, ich versuche es einfach mal auf Deutsch. Will aber trotzdem mal ausprobieren, wie das mit Untertiteln ist. YouTube ist in der Lage, automatisch Untertitel in der jeweiligen Sprache zu machen. Also in der Sprache, in der das Video aufgezeichnet wurde, in diesem Falle Deutsch. Ich kriege also automatisch deutsche Untertitel. Die sind eigentlich gedacht für Hörgeschädigte. Man kann auch automatisch eine Übersetzung im Englischen als Untertitel machen, aber das geht nur, wenn vorher eine korrigierte hochgeladene Version in der Landessprache verfügbar ist. Also er übersetzt nicht das Video, er übersetzt die hochgeladenen Untertitel, nicht die automatisch erzeugten. Deswegen habe ich alles abgelesen, dann kann ich es hochladen oder es kann es relativ leicht korrigieren. Dann muss ich das auf Englisch, dann muss das noch zeitlich alles angepasst werden, dann muss ich rausfinden, wie gut
aus dem hochgeladenen Text die englische Übersetzung zeitlich zur Lippenbewegung passt. Ich hoffe, das geht automatisch so gut, dass man es verwenden kann. Muss man es komplett manuell machen, dann wird die Sache unkomisch, weil man muss es ja nicht nur übersetzen, man muss es auch genau synchronisieren, also Zeitangaben dazu machen. Wie gut das funktioniert oder nicht funktioniert, ich werde es rausfinden. Ich werde auch jetzt bei diesem Video eine Menge lernen darüber, wie viel Footage brauche ich, also wie viel Videomaterial muss ich vorher aufzeichnen, damit ich es hinterher auf den gesprochenen Text mache, wie ausführlich muss der Text sein, was verstehen die Leute überhaupt davon. Ich brauche also in diesem Falle wirklich mal Feedback von euch. Sagt ihr, oh, das ist ja total geil, mach mehr, oder sagt ihr, ja, nett, halt noch einer, na, ich gucke mir lieber die Englischen an, die können es besser. Zugegebenermaßen, die können es besser. Ich werde auch dieses Video einmalig sowohl auf meinem Langschwert-Kanal hochladen, einfach um zu sagen, hallo Leute, es gibt da noch was. Und es wird aber in Zukunft alles weitere auf dem Flugsimulator-Kanal passieren in der Richtung, weil ne, da gehört es ja auch eigentlich hin. Ja, sonst noch was. Oktas. Ja, wenn einer von euch genau weiß, was Oktas sind. Die Wikipedia schreibt da was, aber ich habe es nicht begriffen. Ne, also wenn jemand genau weiß, was Oktas sind, lasst es mich ruhig wissen. Wenn euch gewisse technische Sachen zu ungenau sind, lasst auch das mich wissen, damit ich es beim nächsten Mal besser mache. Wenn es ein nächstes Mal gibt, weiß ich ja noch gar nicht. Und wenn euch so inhaltlich das Menschliche zu kurz kommt, wenn es also zu trocken abgelesen ist und zu wenig Geplapper dabei ist, lasst mich das auch ruhig wissen. Ich muss ja auch mal sehen, wie viel Erfolg denn die englischen Untertitel überhaupt bringen. Vielleicht klinke ich mich irgendwo an, sag mal, hallo Leute, ich habe es mal versucht, ne, auf irgendeinem der großen englischen. Und sag mal, wenn ihr guckt da mal rein, funktioniert es mit Untertiteln, guckt ihr euch das tatsächlich an, wollen wir mal sehen. Ja, das war's jetzt. Ne? Danke fürs Reingucken und ich hoffe, mehr davon.